Hi, hier ist Christian von ps4source.de. Ich habe hier etwas ganz Tolles erhalten, und zwar den Game Visa Adapter für iPhones. Mit diesem Gerät könnt ihr iOS-Apps bedienen, vor allem natürlich Games. Damit lassen sich viele tolle Spiele bedienen. Das Ganze hält dann auch magnetisch zusammen, sodass ihr das dann auch problemlos transportieren könnt. Und das hier ist mein aktuelles Handy. Das ist das iPhone 10 in der weißen Farbvariante. Ja, bis auf die Notch finde ich das Handy eigentlich ganz, ganz cool. Jetzt verbinde ich die beiden miteinander, damit wir das gleiche nochmal in Aktion sehen können. So, hier haben wir die beiden zusammen. Da seht ihr mich ganz kurz. Sorry für den Autofokus. Ja, hier hinten ist die Lasche, womit man das Ganze dann befestigt. Mit dem iPhone 10 ist das ein bisschen wirklich, also ist das sehr, sehr stramm. Ich denke mal eigentlich, dass es für iPhone 7 und iPhone 6 Geräte ausgelegt ist, denn auf der Verpackung steht auch nichts von iPhone 10. Nichtsdestotrotz funktioniert es, und deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal das Ganze in Aktion. Ich muss kurz mein iPhone entsperren. So, jetzt starten wir die App RPlay. Die kostet einige Euros im App Store, aber ich kann euch sagen, sie lohnt sich wirklich sehr. Denn das Streamen also von der PlayStation 4 zu iPhone läuft hervorragend. Ich habe ganz, ganz selten irgendwelche Bildaussetzer, und auch die Framerate, die stimmt im Großen und Ganzen. Die Eingabezeit ist hervorragend. Ihr könnt das ja auch gleich im Hintergrund sehen, dass da läuft ja auch parallel quasi das eigentliche Bild sozusagen, was die PlayStation 4 direkt an meinen Fernseher ausgibt. Und wie ihr sehen könnt, gibt es da so gut wie gar keine Latenzen mit der Eingabe. Analogsticks funktionieren beide sehr gut. Die Frontbuttons, also die A, X, Y und B-Tasten sowie das D-Pad, das funktioniert auch klasse. Einzig und allein sind die Schultertasten da. Da hat Game Visa wirklich geschlafen bei der Produktion, denn diese funktionieren nur, wenn ihr extrem doll draufdrückt. Das seht ihr jetzt auch hier gleich. Ich drücke die R-Taste und das Ding reagiert nicht. Man muss wirklich sehr doll draufdrücken, damit da überhaupt eine Eingabe erfolgt. Jetzt nehme ich erstmal kurz hier einen Angriffsboost. Das nehme ich in der Regel ganz gerne, denn ja, wer kämpft denn schon mit mehr Verteidigung? Ich meine, Monster muss man doch mit ordentlich auf die Fresse hauen, oder? So, die Katzenanimation, die überspringen wir mal kurz. Ach so, genau, die Menütaste. Da ploppt dann, wie ihr gerade gesehen habt, unten einen kleinen Balken auf, womit ihr dann die Share-Taste oder die Start-Taste auswählen könnt. Jetzt laden wir mal kurz die Mission. Das Front-Touch-Display vom iPhone natürlich, das dient dann auch gleichzeitig wie das Touch-Display vom DualShock 4 Controller. Das haben die wirklich cool gelöst. Und ja, dann suchen wir mal kurz das Monster. Sorry nochmal wegen den Autofokus. Aber so könnt ihr jetzt nochmal gerade im Hintergrund sehen, dass das Ganze ohne irgendwelche Input-Verluste erfolgt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich zu Hause gerade bin und das Ganze über eine WLAN-Verbindung nutze. Ich besitze eine 50.000er Telekom-Leitung. Das kann natürlich, solltet ihr eine schwächere Leitung, Internetverbindung haben, kann das Ganze variieren, dass dann doch mehr Abstürze erfolgen oder mehr Framerate-Einbrüche da sind. Ich hätte mich wahrscheinlich eher nicht für die Glefe entscheiden sollen, denn wie jeder weiß, braucht man natürlich also müssen die Kinsects aufgeladen werden, damit die Waffe ihr volles Potenzial entfaltet. Und ja, es ist nicht ganz schön, mit den Schultertasten die ganze Zeit zu kämpfen, denn ja, wie erwähnt, die funktionieren wirklich grauenhaft. Einfache Spiele funktionieren erstaunlich gut. Und ja, hier ist auch schon der Großjagras. Den hauen wir mal jetzt ordentlich auf die Fresse. Zack, zack, bam. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das natürlich jetzt nicht optimal, dass ich jetzt meinen Kinsect nicht aufgeladen habe. Vielleicht nochmal zur App erwähnt. Man kann das Ganze auch beim iPhone 10 auf das gesamte Bildschirm hinausstrecken. Dann verliert ihr aber einige Informationen vom Bildschirm, denn dann werden dann oben und unten ein Stück abgeschnitten.
Das kann dann sozusagen jeder einstellen, wie er mag. Außerdem gibt es Shortcuts, denn die Analogsticks verfügen leider über keine Click-Buttons, sozusagen nicht die L3 und R3-Buttons. Diese könnt ihr halt, wie gesagt, per Shortcuts aber ersetzen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass wenn ich A und X gleichzeitig drücke, das reagiert dann als R3-Button. Drücke ich Y und B gleichzeitig, dient das dann als L3. Es funktioniert auch, jetzt seht ihr das auch nochmal gleich, ich drücke A und X gleichzeitig und zack, schon hat das als R3 reagiert. Ich finde, das ist ganz cool von den Herstellern, also von den AirPlay-Entwicklern gelöst worden, denn ja, leider gibt es im Moment gar keinen Game Visual Controller, mit dem ihr echte Analogstick-Tasten habt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sollte das der Fall sein, dann hinterlasst bitte einen Daumen hoch und eventuell kann ich auch, wenn ihr Lust habt, noch weitere Videos damit hochladen. Das Ganze ist, im Grunde ist die App extrem empfehlenswert. Die Game Visual würde ich noch vom Kauf abraten. Eventuell wird da in Zukunft nochmal etwas Ausgereifteres auf den Markt erscheinen. Dann würde ich sehr gerne das nochmal aktualisieren. Bis dato haltet erstmal die Finger von dem Gerät fern. Auch wenn das cool aussieht, es ist nicht wirklich genießbar. Zumindest nicht mit Spielen, wo man die Schultertasten häufiger einsetzt. Jo, das war's dann fürs Erste. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen und besucht uns auf ps4source.de.